Wir kommen heute gleich noch zu einer weiteren Folge von Clicker Heroes. Nachdem ich gestern die ersten Resets, also die ersten Aufstiege wieder geschafft habe, sieht es doch etwas angenehmer aus als gestern, wo es doch sehr langwierig aussah. Und deswegen nehme ich euch jetzt gleich nochmal mit. Also ihr seht, dass ich inzwischen die Tabs wieder alle zur Verfügung habe und hier meine ersten Antiken, meine ersten Incidents wieder beschworen habe. Des Weiteren habe ich auch das erste Equipment wieder dabei. Was hier interessant ist, dieses Upgrade verdoppelt sich jeweils. Das heißt, es fängt zwar mit einem an, also hier dürfte es noch eins sein, genau. Und dann verdoppelt sich es mit jedem Upgrade und die Upgrades werden jetzt nicht besonders groß. Also auch beim nächsten bekomme ich nur 0,07 dazu. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob sich das vielleicht sogar noch verringert, aber ich glaube, hier waren es immer so 50%, also immer einen ganzen Level dazu bekommen für eben die Schatztruhen. Deswegen inzwischen läuft aufgrund der Antiken, die ich bekommen habe, also die ich bisher beschworen habe, Urbosse sind schon mit 2% jetzt erstmal. Dann die Kosten zum Anheuern der Helden verringert, Bossleben soll dann auch verringert werden, allerdings ist das jetzt noch nicht hochgezählt, wirkt sich also noch nicht aus. Dafür, was mir am wichtigsten ist, waren, dass die Idle-Sachen, dass ich die möglichst früh bekomme und das hat auch soweit geklappt. Das heißt, ich kann das Spiel dann wieder schön im Idle-Modus laufen lassen. Leider seht ihr die Maus etwas verschoben, das habe ich gestern beim Videoschnitt bemerkt, dass die irgendwie um eine ganze Ecke tiefer liegt. Mal schauen, ob ich das umstellen kann. Das heißt, wenn ich das eigentlich nur aufziehe. Ja, okay, also wenn ich es nicht im Fullscreen laufen lasse, sondern nur vergrößert, dann haut es besser hin. Okay, also ich lasse es jetzt einfach mal in der Fensterauflösung, damit die Maus tatsächlich an den richtigen Stellen angezeigt wird. Und genau, also bei den Incidents war ich gerade. Wie gesagt, die beiden Idols hier, die sowohl das Gold als auch den Schaden deutlich verstärken, die habe ich jetzt schon von Anfang an wieder. Genau, so dass ich mit den Leveln ganz gut vorwärts komme, ohne dass ich hier irgendwie extra klicken muss, weil so kann das Spiel dann am besten im Hintergrund laufen. Hier ändert sich natürlich vorerst nicht allzu viel, weil mit diesen 144 Millionen Heldenseelen, die ich benötige, bevor es sich hier lohnt, die neue Transzendenz zu machen, das wird eine ganze Weile dauern. Was interessant ist, also mal gucken, wann hier gleich noch ein Urboss auftaucht mit Heldenseelen. Weil dann, obwohl jetzt hier aktuell, also bei Level 100, war jetzt noch kein Bonus dabei, sondern da stand plus 0, aber danach sind bei mir einige Urbosse aufgetaucht und obwohl die dann selber nur so eine Heldenseele geliefert haben, habe ich trotzdem einen Bonus von mindestens 20 Heldenseelen bekommen. Deswegen ist nach den ersten paar Durchläufen und nachdem hier alles so ein bisschen freigeschaltet ist, wirkt sich das schon um einiges stärker aus und es ist eine deutlich schnellere Beschleunigung erstmal zu spüren. Wenn ich jetzt den nächsten Reset mache, bekomme ich auch wieder 200 Heldenseelen dazu. Ein paar habe ich schon geopfert, mal gucken, ob das in den Statistiken eigentlich drin steht. Genau, Heldenseelen ausgegeben, Heldenseelen 233 und 284 habe ich bisher bekommen. Deswegen, also 50 habe ich jetzt gerade noch übrig gelassen. Damit ich überhaupt einen Schadensmultiplikatoreffekt habe. Und genau, jetzt ging es hier. Also die Mercenaries sterben weiterhin. Okay, mit 18 Rubinen, das ist noch verschmerzbar, da kann ich ihn nochmal wiederbeleben. Ich bin unbesiegbar, so. Also ich würde sagen, du bist unbesiegbar, aber leider bist du ja auch gerade erst gestorben. Und dann kann ich hier das Geld nochmal mitnehmen und schauen. Ja, eine 5-Minuten-Quest, damit kann ich dann ein bisschen die Achievements vorbereiten. Ihr seht, die anderen sind jetzt noch eine Viertelstunde, benötigen die. Die anderen Sachen lohnen sich aktuell nicht zu aktivieren, weil zum einen mache ich eh bald wieder ein Reset
Und zum anderen kann man es eher maximal 20 machen. Und im Moment habe ich einen Cooldown noch von 7,5 Stunden. Das heißt, bevor ich den nächsten Reset mache, aktiviert sich das eh nicht mehr und das macht nicht allzu viel aus. So, erstmal noch das zusätzliche Geld ausgeben wieder. Und hier unten habe ich jetzt schon wieder bei 180 jetzt die neuen Gilden-Einstellungen bekommen für die Helden. Und das Besondere dabei ist, dass ich vorher auch eine ganze Menge gekauft habe. Genau, nee, bei 190 hatte ich jetzt bekommen. Und da werden jetzt im Moment immer 8 freigeschaltet. Und zwar von 150. Das heißt, ich habe jetzt inzwischen, obwohl ich jetzt erst Level 190 bin, bereits noch 80 zusätzliche Gilden, die sozusagen wiederhergestellt wurden. Was sich natürlich auch erheblich auf meine Schadenswerte auswirkt. Weil natürlich sind hier schon einige Prozente. Ich hoffe, dass ich auch bald dann hier den Incident bekomme, um den Effekt nochmal zu verstärken. Und 150, also beziehungsweise 70 fehlen mir jetzt noch. Das heißt, so knapp 10 Level. Also beziehungsweise bis 300 sollte ich die dann alle freigeschaltet haben, was dann natürlich ideal ist. Genau, also hier seht ihr jetzt die Anzeige, dass ja, neben den 7 Hero Souls ich sogar noch 26 eben durch die Transzendenz Power bekomme. Auch wenn ich nicht genau weiß, wie sich das jetzt hier aus diesen Zahlen in irgendeiner Form errechnet, ob das jetzt tatsächlich, also das sind ja Prima Souls, das ist ja für hier, ob das hier diese Effectiveness of Solomon ist, was da natürlich deutlich weiterhilft, einfach um ja, die Seelen hier zusammenzubekommen. Und wenn das hier die Maximal Transcend Primal Reward sind, das heißt, ich kann, während ich ja bevor ich den Reset gemacht hatte, hatte ich so ja, 200.000 oder dann mit den Mercenaries irgendwie 800.000. Und hier bekomme ich ja dann 25 bis zu 25 Millionen Seelen als Bonus. Wahrscheinlich irgendwo um Level 4000 rum, wo sich das dann auswirkt. Oder je nachdem auch darüber hinaus. Also da bin ich gespannt, wie stark sich das steigert. Wie gesagt, die ersten Primal-Bonusseelen waren 20. Das waren jetzt, glaube ich, 26. Und hier sind dann schon die nächsten 8 wieder freigeschaltet. Mal gucken, jetzt habe ich natürlich, wäre es nochmal interessant, wie weit sich hier auch ja, der Schaden nochmal dadurch erhöht, je nachdem, wo die jetzt natürlich gelandet sind. Schauen wir gleich mal wieder rein. Die sind jetzt natürlich noch ziemlich quer verteilt und da werde ich dann, wenn ich genug Seelen habe, die dann nach und nach hier wieder hochschieben, dass die einfach bei den höherstufigen Kämpfern dann, bei den höherstufigen Helden einfach aktiviert werden. Und das Ärgerliche ist halt, wenn man hier, warum ich das auch nicht aktiviere, weil dann sofort wieder der Leerlauf gekillt wird, sobald ich ja die beiden klicken würde. Also weil ich will natürlich den Effekt verdoppeln, auch wenn es dann hier nicht erscheint, dass es dann 1,1 sind. Aber hier steht auch, dass eben das eh nur 20 Mal dann pro Session möglich ist. Dafür gibt es ja auch dann den Incident, der angeblich auch keine Begrenzung hat. Das ist dann nur, der so absurd hochging und dort dann also der Skill-Cooldown wahrscheinlich bis auf 100% oder keine Ahnung, wie weit es dann tatsächlich am Ende hochgeht oder wie weit man es sinnvoll überhaupt hochleveln kann. Auf jeden Fall wirkt sich das hierfür dann für jemanden, der aktiver spielen will, natürlich sehr sinnvoll aus. Okay, hier gab es jetzt nichts weiter zu tun. Das Interessante sind noch die Raubzüge. Also nachdem ich gestern das hier gemacht hatte, mal gucken, hier müsste hier stehen, dass hier nur, also die 29 Seelen stimmt ja nicht, weil ich hatte ja ursprünglich noch einige, ich glaube so knapp 1 Million eingesammelt, die mir da gut geschrieben wurde. Und deswegen mache ich den Reset jetzt erst, also das erst nach dem nächsten Reset und werde da mal nachschauen. Genau, also zu 29, wahrscheinlich sind es einfach 10% gegenüber den Gesamtaufstiegen. Und werde die dann jetzt mal aktivieren und euch mitnehmen, wie schnell ich jetzt aktuell schon eben bis auf Level 100 so weiter hochkomme. Aktuell habe ich halt noch keinen, ich kann mal nachschauen, ob der Incident gerade jetzt schon verfügbar ist, der mich später starten lässt. Okay, Schatztruhen, Chance auf Gold, mehr Schatztruhen und doppelte Rubine. Das heißt, da werde ich den dann nachher aktivieren, was mich allerdings schon 125 kostet, also diese Runde noch nicht. Weil ich will immer jetzt schauen, dass ich nur die Hälfte, also 130 Seelen, will ich maximal ausgeben. Und da werde ich einfach noch ein bisschen hier investieren in die, die ich schon habe. Ist hier jetzt schon wieder einer gestorben? Nee, ach, das, die 5-Minuten-Quest ist schon vorbei.
Und ja, dann mach ich die Hero Souls. Einfach um das auch gleich zu steigern, auch wenn sich das am Anfang wahrscheinlich kaum lohnen wird mit den 1,4%. Weil auch noch die Frage ist, auf was sich das bezieht. Eventuell bezieht sich das ja tatsächlich auch auf die schon Gesamthelden aus Aufstiegen. Das heißt, dass ich hier von 1,5% dann als Bonus bekomme. Aber das werde ich hier sicherlich auch selber ganz gut ausprobieren können und mal ein bisschen im Auge behalten, worauf sich dieser Prozentwert dann tatsächlich bezieht. Und genau, jetzt ging es darum, einmal den Reset zu machen, weil an dem Boss bin ich jetzt, glaube ich, eh gescheitert. Genau. Okay, dann nehmen wir den noch mit. Dann habe ich gleich nochmal 8 Punkte freigeschaltet von den vergangenen erworbenen. Das geht, glaube ich, nicht ganz auf. Dann kann ich an der Stelle ja nochmal die Aktivierung für die ganzen Skills machen, wenn er jetzt nicht gewinnt. Wieder im letzten Sekundenbruchteil. Okay. Noch einmal per Skill-Einsatz, dann ist es nicht so schlimm, dass jetzt der Idle weg ist, wobei natürlich nach dem Neustart der Idle mir dann auch fehlen wird. Aber soweit dann wieder die nächsten Heroes, also 1,256 waren jetzt aktuell. Aber es hat sozusagen keine Auswirkung, weil es dann einfach Helden sind, die letztlich gegenüber dem hier, der aktuell 99,99% Schaden anteilig ausmacht, dann keinen Effekt hat. Und also Weltreset. Ja, 232. So, jetzt erstmal hier wieder soweit klicken, damit ich den ersten Idle aktivieren kann. Wie ihr seht, kostet der halt jetzt eben nicht mehr 50, sondern nur 48, was ich jetzt auch gleich noch ein bisschen verbessern werde, damit ich schneller auf die nächsten Stufen und den Helden dann soweit hochleveln kann. So, als erstes machen wir das Gold noch ein bisschen höher. Aber schon so zwei. Okay, Level 10 reicht erstmal. SPS auch auf Level 10. Dann die Skill-Cooldowns lasse ich erstmal außen vor. Dann noch das Maximum Gold. Mal sehen. Okay, allzu viele sollte ich jetzt nicht mehr ausgeben. Also 50% dafür. Und dann hier noch. So, jetzt habe ich zumindest 100. Also ich habe ein bisschen mehr ausgegeben von den 230, die zurückgesetzt wurden. Aber dann sollte das jetzt soweit auch erstmal ausreichen. Und kann ich die Bosse erstmal wieder durchlaufen lassen. Und jetzt an der Stelle letztlich die Helden nach und nach kaufen und dann die Skills aktivieren. Auf jeden Fall, ihr seht, dass ich jetzt im Gegensatz zum Anfang, wo ich dann doch hier ziemlich rumklicken musste, das Ding einfach laufen lassen kann und die nach und nach mich einfach nur damit beschäftigen kann, ein paar Updates zu kaufen und Gold einzusammeln. Und das geht jetzt etwa bis Level 200. Soweit komme ich da auf jeden Fall schon durch. Und aufgrund dieser Heldenseelen, also aufgrund dieser Boni, mit den Primal Souls geht es anscheinend dann doch recht zügig. Also es lohnt sich durchaus, den Reset zu machen und dann von vorne anzufangen, um dort eine weitere Ebene des Spiels anzuspielen. Das Einzige ist natürlich schade, dass es zum einen eben für die Mercenaries ja keine größere Veränderung gibt, außer dass sich eben das hier jetzt für die Extensions auswirkt. Es wird schon spannend sein, hier dann 50% zu bekommen, wenn er denn dieses Mal überlebt und nicht noch ein zweites Mal drauf geht. Allerdings dadurch, dass man eben nicht mehr einstellen kann, weil am Anfang war es ja so, dass die Sterblichkeit recht unterschiedlich war. Ah, hier bekomme ich 7 Relikte, das heißt, da kann ich dann einiges nochmal verbessern und mal schauen, ob was Interessantes dabei ist. Weil im Moment interessieren mich eigentlich nur hier einmal, dass ich natürlich die Monster vermindern kann. Das heißt, meistens sind hier 10, aber ab und zu taucht hier auch schon eine 9 auf, so wie jetzt zum Beispiel. Das natürlich noch weiter zu verstärken.
Danach dann eben hier Gold aus Schatztruhen, ist dann auch recht interessant, auch wenn die Schatztruhen im Moment noch zu selten sind und ich hoffe, dass ich die dann noch deutlich erhöhen kann. Und hier die, dadurch, dass ich die Skills nicht benutze, sind die beiden für mich im Moment ziemlich wertlos. Deswegen ist es dann interessant, wenn ich mit hier, mit dem Mercenaries jetzt 7 neue Relikte bekomme, dass ich dann da hoffentlich noch was Spannendes aufleveln kann, was mir dann so für den Idle-Game-Prozess ganz gut weiterhilft. Hier sind auch nochmal 8 Relikte. Die habe ich halt jetzt für, ich glaube, ich habe beide eigentlich für 24 Stunden eingestellt. Erstaunlich, dass die jetzt schon rum sind. Ja, hier ist mal wieder an der Zeit, ein bisschen nachzuhelfen, einfach mal die Skills wieder zu kaufen, beziehungsweise erstmal die Helden aufzuleveln und dann die Skills einzukaufen. Da kann ich dann auch bald wieder anfangen, einfach nur die 200 letztlich voll zu kaufen. Das, was ich dann früher nach den Resets immer gemacht habe, einfach bis 200 kaufen und dann konnte man Fähigkeiten einfach in einem Rutsch aufkaufen. Weil letztlich alle Helden, also maximal irgendwo bis 200 ist die Grenze, dass auf jeden Fall garantiert alle freigeschaltet werden. Deswegen vom Idle her, also sie sind jetzt nicht, zumindest ist aktuell noch Laufzeit zu sehen, aber genau, jetzt sind sie dann wieder so, dass sie wirklich sofort tot umfallen, kaum dass sie da sind. Und so macht der Idle-Prozess am meisten Spaß. Gibt zwar wenig zu tun, aber immerhin ist so ein spürbarer Fortschritt, dass ich mich nicht durch die Level quälen muss, sondern tatsächlich in der Lage bin, einfach hier über den Idle zu sagen, okay, na, dann lass einfach mal laufen. Und gleich bin ich mit euch bei 100. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht ganz so schnell gleich alles durchrutscht. Ich lasse mal das Nachkaufen im Moment noch ein bisschen sein, damit der 100. Boss überhaupt sichtbar wird. Aktuell ist es so, ich hatte 2 Durchläufe bisher, wo ich dann auch zweimal, dass ich 2 Relikte übers Spiel gefunden habe und für eins habe ich Gold ausgegeben und habe dann hier einfach 3 Relikte gekauft, wodurch sich dann dieser Reiter auch schneller hat wieder aktivieren lassen. Also wahrscheinlich hätte man, wenn man direkt nach dem Reset so 3 Relikte kauft, den Reiter auch schon mal früher zurückholen können. Als im Vergleich, wenn man eben wartet, bis das erste Relikt tatsächlich im Spiel wieder auftaucht. Also das noch so als Hinweis, was vielleicht hilft, dann schneller an diese Sachen wieder ranzukommen. So, jetzt mal nachgucken. 52 Seelen insgesamt. Das heißt, es ist, glaube ich, in Bezug auf, genau, das heißt, es sind 10% der Heldenseelen, die bisher aufgetaucht sind. So, jetzt kann ich gleich mal einen ganzen Stapel an Relikten einsammeln. Und 5 Minuten nachher mal nachgucken, ob dann hier das 1%, das müssten ja dann an sich auch 5 Heldenseelen sein, wenn sich das auf diesen Wert hier bezieht. Dann wäre das auf jeden Fall schon mal besser kalkulierbar und klarer, was dann eigentlich wann passiert. Und dass sich das natürlich auch lohnt, je öfter man aufgestiegen ist, diese Sachen dann zu aktivieren. So, jetzt habe ich SPS pro Tipp-Kombo. Das interessiert mich nicht, weil ich ja nicht tippen will. So, plus 5% Gold und 50% aus Schatztruhen, das ist schon mal interessant. So, Tippersturmlaufzeit, kritisches Tippen ist uninteressant, SPS pro Tippen ist auch uninteressant. Ah, hier habe ich jetzt schon, okay, verringerte Heldenkosten, verlängerter Kampftimer, dann SPS pro Tipp-Kombo ist nicht so interessant, aber 2 Fähigkeiten sind auf jeden Fall interessant hierbei. Die super Sekundenlaufzeit ist auch nicht so interessant. Ah, Moment, hier habe ich noch mehr Schatztruhen und mehr Helden, also mehr Urseelen. Also die Monster werde ich mal aufheben. Mehr Gold aus Schatztruhen. Hier habe ich auch mehr Gold aus Schatztruhen und mehr Gold insgesamt. Und hier hätte ich jetzt weniger Kosten und Boss-Timer. Okay, Boss-Leben ist jetzt nicht so spannend, weil wenn ich sie leicht tot bekomme, ist es nicht so schlimm, wie viel Leben die haben. So, also die letzten beiden sind schon mal uninteressant, die Laufzeiten sind auch uninteressant, das Klicken ist auch nicht relevant, wieder zu der Laufzeit. Jetzt geht es eigentlich bloß noch die Schatztruhen und Urheldenseelen.
Also das werde ich auf jeden Fall mal noch, dass die Urheldenseelen um 160% steigen. Und so, Gold ist da weniger relevant, Urseelen sind wichtiger. Dann, dass ich natürlich schneller Progress habe, ist es auch hilfreich, aber nicht das Primäre. Okay, dann nehme ich den ganz nach vorne, das heißt Steigerung der Urseelen, auch wenn das jetzt noch nicht die Wahrscheinlichkeiten sind, aber zumindest, dass ich überhaupt mehr Urseelen bekomme. Dann das Gold, dann, dass weniger Monster sind, damit es schneller durchläuft. Und dann das Gold aus Schatztruhen, dann nehme ich den mal nach vorne, weil den habe ich jetzt schon auf Level 11, wobei den kann ich ja auch relativ schnell dann auf Level 11 bringen, weil ich werde hier wahrscheinlich eine ganze Menge an Forges bekommen, genau 398, also da kann ich dann einiges aufleveln. So, hier die nächste, nochmal 7 Relikte. Gut, hier machen wir einfach wieder den 5-Minuten-Request. Und so, mal gucken. Mehr Schatztruhen insgesamt, das klingt schon mal gut. Und dann aber nur Laufzeiten. Dann hier mehr SPS für Idle. Hier habe ich noch einen, wo weniger Monster benötigt werden. Ja, dann nehme ich, behalte ich den mal und lege da die Monster mit rein. Der ist jetzt schon Level 9. Mal gucken, die sind alle Level 9, Level 11, Level 7. Im Moment ist mir noch nicht so ganz klar, inwieweit die Level dann wahrscheinlich auch. Mal gucken, müsste ich mal einen im Vergleich haben. Okay, der hat 9 Level für SPS. Da hatte ich jetzt hier doch auch noch 90% auf Heldenseelen SPS. Das heißt, ich bekomme pro Heldenseele dann statt 10 99% dazu. Nee, es ist bloß einmalig 99% dazu. Das lohnt sich dann jetzt nicht so sehr. So, also das Bossleben, Chance auf 10x Gold ist jetzt nicht so wichtig. So, hier ist noch SPS, wenn inaktiv. Das war das Gold aus den Schatztruhen und das war auch SPS, wenn inaktiv. Das heißt, da kann ich, okay, der hat hier plus 3 Level, ist Level 9, der ist auch Level 9, hat aber plus 9 Level. Da wäre es jetzt natürlich mal interessant, mal gucken. Also wenn der aufsteigt, macht er hier ein Level dazu und steigt um zwei Level Aufstieg und zwei Kerne. No. So, und du bist SPS. Du steigst um ein Level auf für einen Kern und das heißt, der andere ist aber dann doppelt so teuer. Steigt aber auch um zwei Level auf. Die haben das schon übersetzt, zwei Schmiedekerne. Also dadurch, dass hier zwei Fähigkeiten drin sind, ist es wahrscheinlich, wobei es ist nicht ganz nachvollziehbar, weil wenn sich das auch jeweils verdoppelt, mal gucken. So, hier wächst es langsamer. Das heißt, hier dauern, also hier kostet es dann trotzdem nur 3. Aber jetzt verdoppelt sich es, jetzt sind 6 dann. Okay, also immerhin sind es zwei Fähigkeiten und ich denke mal, den kriege ich dann auch noch auf Level 9. Und kann dann mehrere Sachen mitnehmen. Hier wird es wohl kaum günstiger sein. Wobei, wenn es sich jetzt jeweils verdoppelt und ich hier immer ein Level dazu bekomme, dann lasse ich doch lieber den stehen. Weil der andere wird sich mit dem Verdoppeln auch ziemlich rasant erhöhen und ist dann schon noch ein paar Level zurück. Und eigentlich geht es mir ja genau um die Fähigkeit. So, also dann ist da die SPS jetzt gewesen. So, das hier sind nochmal Monster, weniger Monster und mehr Urseelen. Und sonst waren die eigentlich jetzt nicht interessant. 18% zum vergoldeten Schadensbonus pro Vergoldung. Naja, da nehme ich nachher lieber den Incident, um das zu verbessern. So, nochmal 493.
So, dann fangen wir jetzt hier mal an. So, das kostet jetzt 2, 3, 6, 11. Okay, also bei denen, wenn die mehrere haben, scheint es sich nicht ganz so zu verdoppeln, sondern es liegt immer eins drunter. So, 21, 42. So, jetzt reicht es erstmal. So, dann hier, dann auch den nächsten. So, da bin ich dann jetzt schon bei 64. So, jetzt kann ich den erstmal noch erhöhen. Und zwar auch bis 64. Auf jeden Fall sind damit die Kerne, die man so ansammelt, ziemlich schnell aufgebraucht. Und okay, jetzt sind es hier 64, das heißt minus 0,26. Aber es nimmt nicht wirklich viel zu. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber dafür ist der jetzt auch schon Level 15, hat 3,46 dazu. Also ich bin mal gespannt, wenn ich den Enzident dazu bekomme, wie viel Heldenseelen der an sich ausmacht. So, jetzt hier noch SPS erhöhen. Dann kann ich hier auch schon mal den 90er Boss laufen lassen. So 14, 15, so 64. So, jetzt kann ich da auf jeden Fall nochmal die Reihe durchmachen, weil genug Kerne habe ich auf jeden Fall. Und was sollte ich sonst damit machen, als dort aufzuleveln? So, 64, 64 und nochmal 64. So, jetzt kann ich den hier noch einmal upgraden, damit ich mehr Urseelen bekomme. Dafür ist er jetzt schon zu schwach und den kann ich noch einmal. Da ist natürlich dann sinnvoller, dass ich den anderen nach vorne nehme. Weil der hat jetzt, okay, 0,06 steigt er auf und der steigt auch 0,06 auf. Aber dafür ist der schon mit einem höheren Level. Das heißt, dann lasse ich den jetzt erstmal dabei. Und dann sind die meisten Kerne schon mal ausgegeben und kein Relikt. So, hier lohnt es sich jetzt nicht sehr, auf die kleineren zu machen, dann mache ich wieder die großen Relikte, dann bekomme ich wenigstens drei dazu. Und der ist jetzt auf dem Weg zu Level 9. Sechs Heldenseelen. Mal gucken. Ja, wäre jetzt die Frage, Urheldenseelen 6. Ja, doch, es kommt, je nachdem, wie gut es dann halt gerundet ist. Wenn ich sozusagen generell aufrunde, wenn eine Nachkommastelle ist, dann kommt es ja mit dem 1% ganz gut hin, beziehungsweise waren, glaube ich, 1, irgendwas. Okay, hier haben wir jetzt dann 2 Stunden mit 13 und 8 Stunden mit 37, dann lasse ich es auch 8 Stunden laufen. Damit sollte sich dann auch insgesamt ziemlich zügig ja, weitere Heldenseelen bekommen lassen. Ja, jetzt brauche ich hier nochmal ein bisschen mehr Power, damit ich in die nächsten Stufen weiterkomme. So ist auf jeden Fall noch ganz gut. Das heißt, der Hundertste wird auf jeden Fall noch ein bisschen sichtbar bleiben. So, dann nehme ich euch jetzt noch mit auf den Raubzug. Also der gestrige Hauptzug soll angeblich 52 Seelen gebracht haben. So, mal schauen, wie weit das jetzt hier funktioniert. Weil eigentlich habe ich ja nicht mehr allzu viel Schadensmöglichkeiten, weil das bezog sich ja auch auf die Seelen. Eventuell werden die aber ja mit eingerechnet. Mal gucken, ob ich in der Lage bin, hier überhaupt annähernd Schaden auszurichten. Okay, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Vielleicht komme ich tatsächlich sogar im ersten Rutsch durch. Ja, das sieht gut aus. Also mal sehen, ob dann vor allen Dingen, ob die 54 Seelen dann direkt gut geschrieben werden oder ob die jetzt in den Aufstieg eingerechnet werden, weil ich glaube, die sind normalerweise direkt gut geschrieben worden. So, Overkill. Time is up. So, 52 Seelen, also das bezieht sich dann eben auf sozusagen 10% von denen, die bisher generell da waren. Und ja, sie stehen direkt zur Verfügung. Das heißt, auch hier wird der Schadensbonus dann nochmal verbessert. Jetzt ist natürlich nur der Idle-Modus wieder weg, der sich aber dann gleich wieder aktivieren wird. Dann kaufe ich mal die Upgrades noch dazu, damit es hier ein bisschen zügiger läuft. So, jetzt bin ich gleich wieder bei Level 100. Mal gucken, ob dann, genau, also hier gibt es im Moment noch 0 dazu und es gibt nur die eine Hero Soul.
Aber ab dem nächsten Urboss gibt es dann mindestens 20 von den Seelen oder Heldenseelen als Exzellent-Bonus. Und was auch noch eben wichtig ist, was ich gestern dann zumindest im ersten Durchlauf, weil der ja doch recht langwierig war, gemerkt habe, also es ist dann hier dieser Block, das heißt, wenn man 25 Rubis eingesammelt hat, ist es sinnvoll, auf jeden Fall auch eine Ascension zu machen, damit man überhaupt die Chance hat, weitere Rubis zu bekommen. Und von der Seite her macht es dann überhaupt keinen Sinn, den Antiken, also der mit der Chance auf doppelte Rubine zu machen, weil letztlich kommen die Rubis oft genug. Und wenn man dann tatsächlich öfter zwei bekommt oder vielleicht sogar die vier, wobei das habe ich eigentlich nie bekommen, also ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass es irgendwann wirklich mal vier Rubine gegeben hat, dass das verdoppelt worden ist, also dass die Zweier-Rubine verdoppelt wurden. Und ja, letztlich beschleunigt es dann nur die Notwendigkeit, einmal die Extension zu machen, damit eben man wieder die Chance hat, überhaupt Rubis zu bekommen. An der Stelle. So, jetzt hoffe ich mal, dass der 105. gleich noch ein Urboss ist. Das wäre zumindest ziemlich ideal. Und ich werde jetzt hier mal noch ein bisschen den Speed reinhauen. Okay, so stark beschleunigt ist aktuell nicht. Okay, jetzt. Okay, es ist kein Urboss. Dann nehme ich euch gerade mal noch gleich mit auf die nächste Runde. Weil im Moment ist ja jetzt das Idle dann wieder ja, soweit passend durch. Ah, das war jetzt gerade das. Ja, okay. Ihr habt es gesehen, ich habe jetzt 75 Boni bekommen. Da muss ich jetzt auch nochmal gucken, wie viele da jetzt stand, weil das müssten ja eigentlich dann jetzt schon 74 gewesen sein. Das heißt, das bezieht sich hier. Na, die Urseelen sind die, die ich aktuell habe, die sozusagen zum Neustart ausstehen. Und genau, zwei Heldenseelen kommen über die Level und 82 dann, die ich angesammelt habe. Aber wieso ist jetzt tatsächlich, da war er auch schon wieder weg. Also 79 hat es jetzt wieder dazugegeben. Und ihr seht also auch, wie häufig aktuell die Urbosse auftauchen, obwohl ich ja hier eigentlich gerade mal 2% aktiviert habe. Also keine Ahnung, durch was das dann auch nochmal ja, beschleunigt wird, dass dort ja, einfach die Möglichkeit besteht, mehr von den Urseelen einzusammeln. Und in der Hinsicht muss ich sagen, das ist schon wieder recht motivierend, einfach dort weiterzumachen. Weil auch der Fortschritt irgendwie spürbar ist. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, 74, genau vom Excellent Power und genau 7 Hero Souls. Ja, wahrscheinlich ist es dann doch irgendwie noch ein Multiplikator, weil ich hatte ja hier genau den 160er reingenommen. Das war ja der hier, also beziehungsweise schon 246%. Das heißt, das Zweieinhalbfache und entsprechend ist anscheinend dieser zweite Multiplikator auch hochgegangen. Also kann ich euch dann nur empfehlen, hier ein Relikt zu haben, was eure Urseelen noch weiter steigert, um letztlich weitere Multiplikatoreffekte zu machen. Oh, da habe ich gleich noch einen. Das werde ich dann gleich mal testen. So, dann nehme ich jetzt den. Na, den nehme ich raus. Dann lege ich den jetzt hier mit dazu. Moment. Genau, der kleine Monster-Bonus ist weg. Und dann den hier noch ein paar Level nach oben bringen, soweit es halt aktuell kann mit den 95. So 21, 42, das war's. So, das heißt, hier sind jetzt nochmal 230%, also sind jetzt fast das Fünffache. Also mal gucken beim nächsten, ob der jetzt auch gleich wieder dann nochmal sich letztlich verdoppelt von der Anzahl her, die er dort an Seelen zur Verfügung stellt. Mal gucken, ob es überhaupt einer wird. Ja, 125. Ja, also das ist. Ja, also da muss ich sagen, jetzt bin ich schon durchweg begeistert zu sagen, hey, da kommt einiges an Geschwindigkeit auf, Heldenseelen einzusammeln. Und ja, da werde ich das Spiel heute auf jeden Fall nebenbei noch ein bisschen weiter laufen lassen und mal schauen, was sich dort ja, erreichen lässt.
Also auf jeden Fall nach dem sozusagen etwas langsamen Einstieg gestern wollte ich heute auf jeden Fall euch nochmal kurz mitnehmen. Ihr seht, also Begeisterung ist vorhanden. Es wird mich noch eine Weile dann tatsächlich motivieren, hier mal wieder vorbeizuschauen und auf jeden Fall die Heldenseelen einzusammeln. Und ich hoffe, ihr habt auch dann viel Spaß damit, die Heldenseelen zu sammeln und euch mit den, ja, mit den neuen Outsiders einfach nochmal Beschleunigung ins Spiel zu holen und das Spiel doch immer wieder von vorne anzufangen. Also auf bald und tschüss!